So, Kinder, da sind wir auch schon wieder. Wir sind kurz vor diesem Riesentor, wo wir jetzt Einlass bekommen haben. Und es geht los. Ich bin still. Ach ja, Schnitter sagte, wir sollten euch durchlassen. Naja, dann bringt ihn mal rein. Tja, netter Versuch, Mango. Ihr seid dran und wisst es auch. Verflixt? Na gut, dann folgt mir. Was haben die denn? So eine französische Inspektion bei mir jetzt? Untersuchung? Ja? Gut, so weit und nicht weiter. Dieser Ort ist nicht sicher. Die ganze Stadt ist voller Geister. Es heißt, die armen Kerle wussten nicht mal, dass sie tot sind. Egal, haltet Ausschau nach ihnen. Man nennt sie Glyphen, stimmt's? Ihr seid nicht der Erste, der hier nach graviertem Feld sucht, wisst ihr? Die anderen bekamen jedoch mehr, als sie wollten. Sie sind jetzt alle verrottende Leichen. Tja, einen schönen Tag noch. Danke, werde ich haben. Ich darf Sachen kaputt hauen und geht zur Nekropolis und holt die vier Tafeln mit den Glyphen, die das Oral wecken. Orakel wecken. Oh, muss da ja drauf drin. So. Ja, wo sind die denn? Die ist tot, aber die sieht süß aus. Lauf nicht weg. Und wir haben hier was zum Buddeln, oder? Buddeln! Ich liebe Buddelkinder. Als kleines Kind auch immer gemacht, ja. Jerons Tafel, ja. Die Tafel mit den Glyphen der Befragung. Alter. Die Tafel mit der Glyphen der Befragung zerfällt in eurer Hand, aber zuvor konntet ihr euch Jerons Ausdrucksmittel einbringen. Ja, ein Y. Das war jetzt auch nicht so schwer. Y, und was hieß das? Geld. Geld, Geld finde ich auch gut, solange das nicht in meine Hand zerfällt. Und da ist... Y, Feuerzeichen. Y... Was willst du denn von hinten wieder, du Penner? So, wir haben ein Y und so ein komisches Feuerzeichen. Bam, 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 bam. Warum kommen die Gegner? Ich dachte, Geister kommen. Das sind... Das ist auch kein Geist. Du siehst aus wie so ein blöder Yeti. Yeti! Aber ein kaputter Yeti! So, was haben wir hier? Ich hoffe auch wieder Gold. Ich mag Gold. Das kann ich nicht oft genug sagen. Und? Ah, okay. Leider nicht. Und hier? Hä? Wollte schon sagen. Und da haben wir... Feuerzeichen. Aha, Feuerzeichen heißt gleich, komm sofort Gegner und nerven mich. Ach, der Penner! Du kannst mich. Kreuzweise! Geh kaputt, geh kaputt. Er ist wirklich kaputt gegangen. So, und dich greife ich jetzt irgendwie so von hinten an. Ja, hat geklappt. Okay, die Monster spawnen immer sofort, wenn man irgendeine Aktion gemacht hat, wie zum Beispiel buddeln oder angeln. Das ist ein bisschen nervig. Und ich denke mal, das ist ein Bug. Wie bitte, was? Da redet jemand mit mir. Creepy. Was haben wir da drin? Willenskrank-Trank. Jeder stand bitte ins Krafttrank. Und hier können wir angeln. Ich angel. Ich angel für mein Leben gern. Denn angeln macht... Okay, mir fällt kein Reim ein. Nee, nee, nee. Komm schon, Fischi, Fischi, Fischi. Komm, Fischi, 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 Fischi. Gleich hab ich's, gleich. Nein, nein, nein! No! Bin ich traurig, wütend und traurig. Aber hauptsächlich wütend. So, Double Finger Technik. Nein, oh Mann! Ah! Da war ich jetzt zu voreilig. Dreimal ist Bremer recht. Und los geht's. Konzentrationsdavo.
Konzentriere dich bei deiner Mutter. Alter, der ist richtig am Kämpfen, der Fisch. Aber ich krieg dich. Ich krieg dich. Oh. Jetzt aber. Ja, ja. Ja. Und wenn, das ist, stehen gleich wieder Monster. Ein Silberschlüssel. Toller Silberschlüssel, ich mag den. Silberschlüssel. Ich wollte nie eine Dämonentür sein. Dieses ständige Rumhängen und die Rätsel, das ist kein Leben. Nun lass mir einfach rein, muss kein Rätsel machen. Wäre ich doch nur als Silberschlüsseltruhe geboren. Ich liebe diese kleinen Silberschlüssel, so glänzend, so silbern. Alter, ist der Typ eine Elster? Ich würde alles dafür tun, ein paar zu besitzen. Gebt ihr mir eure Bitte. Ich lasse euch dann auch durch und so. Und so. Wie viele will der denn? Alle? Alle? Ich wiederhole. Alle? Ha. Na gut, Kinder, ich wollte mich eh nicht auf die Schlüssel spezialisieren und ich bin mega neugierig, was da drin ist, also... Ja, sehr gut. Gebt eure Schlüssel her. Seid ihr wirklich sicher, dass ihr alle eure Silberschlüssel... Ja, ich mach's jetzt einfach. Zauberhafte Silberschlüssel. Komm zu Daddy. Danke sehr. Ihr dürft durch. Der hält einen voll an der Klatsche. Kommt zu mir, Schlüssel. Daddy ist bei euch. Ja, so ein kleiner Schlüsselfetischist ist das, ne? Was der alles damit... Bleich, Knochen, Insel. Was der alles mit den Schlüsseln macht? Alter, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in Pirates of the Caribbean. Bis ans Ende der Welt, wo Jack da mit seinem Schiff verweilt. Na, aber weh, da ist nichts Cooles drin. Der Berauber. Cool. Ein neues Schwert. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, finde ich cool. Können wir da durch? Nee. Aber Hauptsache, das Schiff raucht. Rauchen ist tödlich, Schiff. Böses Schiff. Ja, vielleicht ist hier noch irgendwo was versteckt. Und sonst gucken wir uns jetzt mal die Waffe an. Cool. Meiner Ansicht hat es sich gelohnt, ja. Nahkampfwaffe. Der Berauber. 29 minus. Aber einfach mal angucken, ja. Die Herkunft dieses Breitschwerts ist von Geheimnissen umwittert und mit Blut getränkt. Obwohl es von einer der bösartigsten Helden der Gilde geführt worden sein soll, ist sein Name nirgendwo aufgezeichnet. Einige behaupten, es gehörte keinen Mann, sondern einem Dämon. Daher würde das Feuer der Hölle aus ihm herausschimmern. Na, wie sieht's aus? Das... weiß nicht, erinnert mich... das Ganze erinnert mich ein bisschen so an Zwillingsklinge, ne? Gut, das Schwert ähnelt nicht ganz seinen Schwertern. Die sehen mehr aus wie von God of War. Ja, diese Zwillingsdinger. Naja, aber jetzt laufen wir mal ein bisschen mit dieser Waffe rum. Können wir mal ausprobieren. So. Suchen wir mal weiter, ein bisschen rumbuddeln. Und Gesundheitstank. Wenigstens keine Gegner, aber ich sag euch, dass jetzt Gegner kommen. Ja, das sehe ich jetzt hervor. Ich hab's so in... Sag ich doch, ich hab's im Blut gehabt. Geh weg, du Penner. Alter Schwede. Wie heißen die Viecher? Aufseher? Die sind echt mächtig. Oh nein, nicht wieder der Bug. La 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 la. La 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 la. Geht dieser Bug auf die Eier.
sprich mit mir! Was? Wo? Na? Kleine? War das gerade ein Baby? Vollbart, den habe ich schon auf jeden Fall. Sag ich doch, das ist ein Belverine. Baby! Schmecke meine Klinge. Oder auch nicht. Komm, 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 wo bist du? Hinter mir. Ich bin einfach zu schnell für dich, Belverine. Okay, dann schauen wir mal, was ist da. Und... Mann, warum? Was habe ich euch getan? Was habe ich dem Spiel getan? Kackratzen. Komm her, komm her. Dann nimm das. Mir ist so kalt. So, dafür ist da wieder was Tolles drin. Ja, vielleicht eine neue Rüstung. So eine komplette Rüstung. So Drachenrüstung. Ach, schade. Was haben wir da drin? Und Gold. Und da ist wieder was gegen mich drin. Ich wette. Ich wette darauf. Er freut sich, aber da ist wieder was. Ach, Gott sei Dank. Hä, aber wo sind die Steine denn? Ich brauch doch die Steine. Komm, Bro. Okay. Ich denke immer, sie wollen mir irgendwie den Weg weisen. Mir zeigen, wo diese Steine sind, aber irgendwie machen die nichts Kluges. Oder nichts, was mir hilft. Ja? So eine Mana-Verstärkung. Aua. Erst in sein. Fast ins Glied, dann durch den Kopf und dann noch durchs Herz. Mies. So, warte, hier links sind noch welche. Und ein Bett. Nein, nein, nein! Ich wusste es, ich hab's gewusst, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, dass ich diese Entscheidung bereuen werde. Ich wusste es! Wetten, die hätten wir öffnen können, wetten. Aber zum Glück haben wir nicht geguckt. Also wie viele ich hab. Weil das... Dieses Grab? Das würde mich auf jeden Fall noch mehr... So, in der Zeit, wo ich jetzt angegriffen werde... Gucke ich jetzt in den nächsten Gräbern nach, die hier noch so sind. Ja, okay, eine. Y, ein Pfeil nach links. Sprich, kleiner als das hier. Ein M. Was habe ich gesagt? Ups. Oh, Alter, bam, hier. Geh kaputt! Ja, geh einfach kaputt! Einfach, geht ihr alle kaputt, Mann! Das kann doch nicht so scheiße sein, dass ihr immer blocken könnt. Heftige Lage. Du, kleiner Kackbratzenjunge. Verreck. Langsam werde ich sauer. Und dieser Belverine, komm doch... Ja, wo bist du denn, Belverine? Ich spring dich gleich an wie ein kleiner Penner. Der andere traut sich nicht her, oder wie ist das? Jetzt bin ich wieder am Rumratschen. Geh kaputt. Oh nein, nein, nein. Ich wusste, dass er von hinten kommt. Keine Chance. Noch einer? Hi, Starvo und du? Hm? Belverine, ne? Schön, dich kennenzulernen. Verreck. So, Y. Kleiner als, glaube ich, war das das Zeichen. Und ein M. So, eins fehlt uns jetzt noch, oder wie? Du hast mir auch noch gefehlt, du Kackvieh. Hauptsache, du gehst jetzt kaputt. Lass mich rein, jetzt kommt eine Horde von Gegnern. Ja, okay. Ja, Kinder, ich weiß, es ist ja keine Horde von Gegnern. Das Ding verfolgt mich! Was für eine Welt leben wir? In
der Fabelwelt. Hm. Ach, scheiß drauf. Ich muss mich nicht hinter dich schleichen. Da ist ja irgendwas hinter mir. Juckt meinen Hoden schon wieder. Ja, hau schön auf den Boden rauf. In der Zeit kann ich dich kaputt hauen. Ihn! Boah, ey. Ich glaube, ich muss gleich mal eine kleine Spielpause machen. Ja. Ah, er ist wenigstens kaputt. Kinder. So. Ich muss mir jetzt irgendwas holen, was mich glücklich macht. Ja, ich hole mir einen Keks oder so. Aber Kinder, nicht zum Glück, aber der Part ist ja jetzt zu Ende. Jetzt kann ich eh eine kurze Pause machen und wir sehen uns nachher dann wieder. Bis dann. Tschüss.